Dann machen wir halt die ganzen langweiligen Gespräche erstmal. So friedlich und sicher. Die Galaxie zu erkunden ist harte Arbeit. Ich kenne mich da aus. Aber komm mal vorbei und wir reden. Ja, ich bin da. So unter Abenteurern. Hier, für dich. Für mich. Danke. Ja, natürlich ist das für dich. Jedenfalls dachte ich mir, dass du es brauchen kannst. Definitiv. Vielen Dank, Barrett. Ich hätte es fast nicht mitbekommen. Was auch immer das ist. Du kannst es brauchen. Ein Glück. Wenn ich auf unserer nächsten Expedition etwas Schönes finde, bringe ich es dir mit. Ich glaube, der mag mich. Ein Räuben-Sandwich. Okay. Was auch immer das sein mag. Okay. Im Unterdeck fällt ständig der Strom aus. Das Mast hat endlich jemanden geschickt. Pass bitte auf, hier findet wichtige Forschung statt. Ja, ich soll doch mit dir reden. Was willst du? Kannst du ein Stück weiter nach links rutschen? Du blockierst mein Signal. Keltenfrush bat mich, einige Daten von dir zu beschaffen. Was? Das soll ja wohl ein Witz sein. Nee. Ist er wirklich so verzweifelt? Nein, vergiss es. Kelten ruiniert mir aktiv die Karriere. Dem helfe ich auf keinen Fall bei irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was das Ganze soll, aber er macht es nur, um beim Management gut dazustehen. Und dabei helfe ich ihm nicht. Kelten meint, es geht nicht um ihn. Es stehen Leben auf dem Spiel. Genau. Klar, wir sind alle in Gefahr. Immerhin geht es um Bäume. Der gibt ja sicher nie Ruhe, oder? Vielleicht kann ich das ausnutzen. Okay, weißt du was? Du bekommst die Daten. Aber erst, wenn du mir geholfen hast, eine Beförderung zu bekommen. Vorher nicht. War ja klar. Was soll ich machen? Nichts Wildes. Du sollst nur ein paar Dateien für mich löschen, damit ich gut dastehe, wenn wieder Beförderungen anstehen. Schön, ich bin dabei. Moment, echt? Oh, wow. Ja, sicher. Okay, okay. Von mir aus? Was kann schon schief gehen? Ich hatte in den letzten Jahren ein paar schlechte Leistungsbewertungen. Völlig ungerechtfertigt, total unfair. Ich habe eine Hintertür in das Mass-Netzwerk gefunden, um meine Personalakte ein bisschen zu frisieren. Aber die Chefingenieurin versteht was von ihrem Job. Ich kann nur über das Terminal in ihrer Wohnung darauf zugreifen. Und die ist abgesperrt. Gib mir einfach Keltens Daten und dann sind wir hier fertig. Sorry, da steht nicht zur Debatte. Es muss doch irgendeine Lösung geben. Es ist richtig, die Daten abzugeben. Das ist der falsche Weg, um voranzukommen. Wir sitzen auf einem Pulverfass. Die Daten sind extrem wichtig. Das ist dann wohl ein guter Grund, sie zu behalten, bis ich habe, was ich will. Du kleiner Pisser. Es ist richtig, die Daten abzugeben. Meine Karriere voranzutreiben ist das Richtige. Also ist das mein Fokus. Du Arsch. Ja, und ich habe es auch schon ganz genau erklärt. Dann drohe ich ihm. Das geht nicht. Schluss. Deal ist Deal. Du bekommst Keltens blöde Daten, wenn ich weiß, dass die Dateien vom Terminal der Chefingenieurin gelöscht wurden. Du musst rein, auf ihr Terminal zugreifen, die Dateien löschen und wieder raus. Fertig. Was sind das für Daten, die ich für dich löschen soll? Ach, mach dir da keinen Kopf. Das ist einfach nur quasi meine komplette Personalakte. Das meiste ist natürlich völlig okay. Ich bin gut in meinem Job. Ich habe nur ein paar echt unfaire Bewertungen bekommen und dachte, ein Neuanfang wäre gut. Du willst also eine zweite Chance. Der gute alte Neuanfang. Den Trick kenne ich aus eigener Erfahrung. Das ist unprofessionell und unethisch. Wenn jemand auffällt, dass was fehlt. Tja, dann verstehst du meine Situation ja bestimmt.
Manchmal muss man die Dinge einfach selber in die Hand nehmen. Oder sie einfach jemandem in die Hand legen, der was von einem will. Was genau machst du beim Mast? Ganz unter uns? So wenig wie möglich. Das war natürlich nur ein Witz. Ich arbeite richtig, richtig hart. Ich habe Bioinformatik studiert, dann ein wenig Agrargenetik gemacht. Inzwischen helfe ich einfach, wo ich kann. Ich warte auf eine gute Gelegenheit, vielleicht eine Stelle in der Verwaltung, wie das eben so ist. Ich würde gerne mal wieder mit dir reden. Was denn? Ich wollte mich nur für deine mutige Rettungsaktion bedanken. Ich hatte natürlich einen Plan für Matsura, aber danke trotzdem. Kein Problem. Constellation-Kollegen helfen mir doch immer gerne. War doch keine große Sache, also kein Stress. Was hättest du ohne mich gemacht? Bedank dich doch am besten mit ein paar Credits. Was hättest du ohne mich gemacht? Ich hätte Ihnen eine umfangreiche Vortragsreihe zur aneutronischen Fusion gehalten, bis Sie entweder ins Delirium fallen oder zu meinen Schülern werden. Was sonst? Kein Problem. Constellation-Kollegen hilft man doch immer gerne. Es ist einfach schön, zu einem Team zu gehören, oder? Teil eines größeren Ganzen zu sein. Da draußen kann so viel schief gehen. Verlässliche Kollegen sind da Gold wert. Deswegen bin ich auch schon so lange bei der Constellation. Es ist gut, Leute zu haben, die einem aus der Patsche helfen. Ich bin froh, dass ich Teil eines Teams bin. Ich vertraue Menschen, nicht Organisationen. Wie oft landest du denn bitte in der Patsche, Barrett? Exakt so oft, wie es nötig ist. Aus der Patsche kommt man oft noch zum Erfolg. Erst ärgert man sich, aber hinterher war es nützlich. Okay. Warte mal, bis wir hübsche T-Shirts haben und offizielle Cookie-Tage einführen. Ich mag Cookies. Eine der größten Errungenschaften der Menschheit. Moderne Medizin, Raumfahrt und Cookies. Die Constellation ist absolut pro Cookie, weil wir die Erfolge der Menschheit ehren. Apropos, schön, dass du jetzt dazugehörst. Danke, Barrett. Das wollte ich nur erwähnen. Schließlich hatten wir kaum Zeit zu reden. Zugegeben, durch die Constellation habe ich viele großartige Möglichkeiten. Und auch ganz schön viel Stress. Wer weiß, wie mein Leben sonst verlaufen wäre. Es wäre wahrscheinlich um einiges ereignisärmer gewesen. Ich wäre ein vollkommen anderer Mensch. Und ich wäre niemals Irwin begegnet. Und hätte ihn verloren. Wir können unmöglich wissen, was hätte sein können. Jeder hat jemanden verloren, das gehört zum Leben dazu. Ich hoffe, ich wecke hier keine schlechten Erinnerungen, Barrett. Wer ist Irvine? Nee, komm. Richtig. Was für Konsequenzen nie getroffene Entscheidungen hätten, können wir uns bloß vorstellen. Aber mit den Entscheidungen, die wir getroffen haben, ist das anders, oder? Irvin ist seit über 20 Jahren tot. Manchmal kommen Erinnerungen hoch, wenn man es am wenigsten erwartet. Ich wollte es aber gar nicht wissen, Digga. Mach dir keinen Kopf. Eigentlich sollte ich das überwunden haben. Habe ich aber nicht. Seit Irvins Tod habe ich meine Gefühle dazu verdrängt. Ich sollte mich ihm endlich stellen. Ich bin bloß froh, dass die Constellation mir seit Irvins Tod eine Heimat bietet. Wo sonst kann ich neue Planeten entdecken und mich vor Weltraumpiraten verstecken? Wo ich davon rede? Ein kleines Abenteuer, hey, Dominik, wäre jetzt genau die richtige. Na, wie ist gelaufen gestern? Gutes Gefühl? Oder hast du gleich gesagt gekriegt, ne, wie es gelaufen ist? Bestanden, sehr geil, sehr geil.
freut mich. Herzlichen Glückwunsch. Geh mal in die Wohnung hoch. Ja, und wie geht's denn weiter? Hast du schon eine Idee, wohin? Oh. Jetzt muss ich hier wieder... Danke wurde auch vom Herrn Gärtner. Ehrlich, ja? Haha. Ja, wie gesagt, ich habe dir letztes Jahr eine Stelle gesagt, wo du es mal versuchen könntest. Ja. Wäre eine Idee. Kann ich denn... Wie war das denn? Boah. Wie wechsle ich noch die... Da. Warte, mit dem... komme ich so weit. Und dann kann ich mit dem anderen... Genau. Einmal. So. Dann mit dem... Zweimal. So. Dann... Habe ich schon Mist gebaut. Das passt jetzt nämlich nicht mehr. Doch, so passt. Und so. Oh, geil. Ja. Didim. Ah ja, da können wir die Daten klauen. Gucken wir uns die Wohnung erstmal an. Schick, schick. Cooler Spiegel. Ohne Spiegelung. Was ist das denn? Umhüllter Alien-Trilobit. Das Bett finde ich auch cool. Okay. Holen wir mal die Daten. Was ist mal hier? Ah ja. So. Benutzen. Personalakten. So, das ist der andere Kollege. Keine Empfehlung. Drei frühere Meldungen wegen Insubordination. Was auch immer das ist. Getadelt für verpasste Fristen. Gemeldet von Fresh Kelton. Hardik weigerte sich, die Anweisungen auszuführen, weil sie unter seiner Würde seien. Bla bla. Okay. Ja, dann löschen wir mal. So. Und was mit dir? Keine Empfehlungen. Hallo. Zwanghaften Benehmens. Mr. Fresh wurde beschuldigt, Präsidentin Abello bedrängen zu wollen. Ja. Kann passieren. Fortschrittsbereich, deine Berichte. Okay. Dann mal schnell raus hier, bevor die Dame zurückkommt. Komm, können wir die schließen? Jawohl. Barrett, kommst du mit? Den sehen wir bestimmt in der Lobby wieder. So. Weg mit dir. Was war das? Achso, Licht. Tadam. Wie hüpf, wie hüpf, wie hüpf. So, Digga, wenn du mich verarscht hast, mach dich kaputt. Hast du gute Neuigkeiten für mich? Ja, klar. Tatsächlich. Ich habe im Netzwerk nachgesehen. Es ist alles aktualisiert. Gut gemacht. Du hast Wort gehalten, also tue ich das jetzt auch.
Auf dieser Slate sind die Daten für Kelten. Gib's ihm, stopf's ihm gewaltsam in den Rachen, ist mir völlig egal. Okay. Auf geht's. Ich habe versucht, allen zu zeigen, wie wichtig die Botanik ist. Sie zu warnen. Hoffentlich hast du die Daten. Sie sind ziemlich wichtig. Klar. Du willst nicht wissen, was ich dafür tun musste. Du schuldest mir was, Kelten. Mehr als du glaubst. Ich musste die Grenzen des Gesetzes überschreiten, um daran zu kommen. Nein. Wenn es dir egal ist, ziehe ich vor, nichts davon zu erfahren. Tut mir leid, wenn es kompliziert war. Ich möchte die Einzelheiten gar nicht erfahren, falls das später zur Sprache kommt. Vor allem in juristischer Hinsicht. Ich sollte die Daten überprüfen, um sicherzustellen, dass Emilio mich nicht hintergangen hat. Aber du hast dich wieder einmal für mich eingesetzt. Ich hoffe wirklich, dass ich jetzt herausfinde, was wir tun können. Für eine Handvoll Credits tue ich alles. Das ist nicht gerade beruhigend. Eigentlich das Gegenteil davon. Aber trotzdem, danke für deine Unterstützung. Der Baum bitte. Ist schon vor der Stadt. Toll, oder? Schauspieler bei Kelten ohne vorbei. Deine Hilfe hätte ich die Slate. Ich muss die Daten verifizieren und sicher gehen, dass Emilio keinen Unfug im Schilde führt. Ja. Ins alte Irrsystem kommen wir noch nicht, ne? Okay. Wo krieg ich denn den Cappuccino her? Was ist das denn alles? Der privates Inventar deines Schiffs? Hab ich doch. Na komm, machen wir trotzdem mal. Weil wir müssen eh auf dem Schiff, da gibt es ja Probleme mit Stromausfällen im Unterdeck. Okay, wie sieht der Plan aus, Captain? So. Ah. Das haben wir alle schon gesehen. Wissen wir ja schon. Das alles nehmen? Ist ja Blödsinn eigentlich, ne? Oh, jetzt kann ich wieder zu Kelten, ne? Fühlt sich alles an wie ein Traum. Wenn mich also jetzt wegwende. War es wieder so ein typischer Bethesda-Laufsimulator, ne? Aber komm. Zieht was durch. Schauen. Ah, das Wetter wird schon besser. So langsam. Bisschen leicht neblig. Was gibt's? So.
Ja, aber anscheinend müssen wir hier erstmal wirklich ein paar Dinge erledigen, bevor es dann weitergeht. Danke nochmal. Die Daten könnten essentiell sein. Es könnten Leben auf dem Spiel stehen. Namen, Sir? Sag mir nicht, wie du die Slate von Emilio bekommen hast. Ich will es nicht wissen. Ja, komm, rede mit mir. Alter, willst du mich verarschen? Stand doch aktualisiert. Ja, ich schau später. So, da komme ich nicht hin, ne? Halt. Das war doch... Nee, das, da komme ich hin. Ja, dann mal los. Gehen wir da mal gucken. Hier spricht Forschungsposten U309 an alle Schiffe des Freestar Collective. Stehen unter heftigem Beschuss. Feindliche Spacer überrollen uns auf Altair 2. Ich weiß nicht, wie lange unser Außenposten noch durchhält. Wir haben nicht viel Zeit. Private Mahoney out. Na, dann komme ich euch retten. Ist doch kein Ding. So. Landen. Bisschen schießen. Prost. Landung initiiert. Schön langsam. Wenn sie aus dem Horizont, ich bin deine Begleitung. Dein Schatten. Okay. Dann ja? Sag mal, was hier los ist. Ich bin eine Motte. Du das Licht. Ah ja. Das sind die bösen Buben. Oh. Das wird kein Problem. Boah, Granate. Oh. Alter, warum läuft der nicht? Okay, das meinen die mit einfrierender Nebel. Alter. Generation. Oh, Alter, ich sterb grad. Komm, lass mich da rein. Geht weg, ihr Idioten, geht weg. Okay, jetzt kann ich gerade rennen. Wow, wow, wow. So. Ja, ist ja cool, wenn die einfach so angelaufen kommen. Hopp, der nächste bitte. Hab gleich keine Munition mehr, ne? Alles einpacken. So, jetzt brauchen wir nur noch eine andere Waffe. Eine mit Munition. So, was haben wir denn hier? Ein Schuss. Oh, das sieht schön aus. Da haben wir jede Menge Schuss. Okay.
Okay, nimm mal das Ding. Und noch mehr Grendel hier, Tesla-Grendel. Ah, okay. Die Zahl hier ist Schaden. Kann man das nicht sortieren? Ah ja, doch. Nach Schaden sortieren, genau, okay. So, da haben wir noch einen Schuss. Da haben wir 85 Schuss. Ja, nehmen wir mal die erstmal. So. Gesundheit. Ah, ich bin wieder zu voll gepackt. Ja, ist ja klar. Ist ja klar. Oh. Dietrich, brauche ich. Obwohl, die Granate nehmen wir auch mal mit. Okay. War das schon alles? Credits, Tusche, okay. Es leuchtet hier nichts, okay. Sah nur so aus. Gut. Kommen wir nicht rein. Ja, die Knarre ist zwar cool, aber mit zwei Schuss ist das schon ein bisschen doof, ne? So, Waffen. Sortieren nach Schaden. Dann habe ich nur zwei Schuss. Schauen wir mal jede Menge Schuss. Nehmen wir mal die. Ja, sieht cool aus. Okay. Dann gehen wir mal da rein. Was bin ich froh. Ich habe gehofft, die Kavallerie würde kommen, wenn ich nur lange genug in den Funk brülle. Ich habe mit Freestar-Miliz gerechnet. Aber mir ist gerade alles recht. Du musst wohl mit mir Vorlieb nehmen. Ich bin froh, dass ich es rechtzeitig zu dir geschafft habe. Was machst du in einer Putzkammer? Das will ich nicht wissen. Du musst wohl mit mir Vorlieb nehmen. Nach dem, was ich schon gesehen habe, gerne. Bevor die Spacer den Außenposten stürmten, habe ich Befehle für Lieutenant Torres überbracht. Torres ist nicht übel für einen CO. Aber sie hätten uns schlicht umgebracht. Doch die, dass ich das mal sagen werde, UC Marines haben uns gerettet. Deshalb, und das ist wichtig, siehst du Marines nicht schießen. Das sind unsere Freunde. Vor ein paar Jahren wäre das undenkbar gewesen. Kinder, wie die Zeit vergeht. Woran erkenne ich die?
Verstanden. Marines gut, Spacer böse. Roger. Das Wichtigste zuerst. Die provisorische Krankenstation wird nicht durchhalten. Sie sind im Erdgeschoss im Sicherheitsbereich. Hier ist alles abgeriegelt, also musst du einen Weg dorthin finden. Sprich mit, Lesama. Er ist das Einzige, was zwischen ihnen und, du weißt schon, steht. Ich kam wohl gerade noch rechtzeitig. Ich sorge für die Sicherheit der Krankenstation. Okay. Du bist der Hammer. Sei tapfer, sei kühn. Tote Soldaten nutzen niemandem was.